Dieses Video wird präsentiert von Asus. Hi, ich bin Daniel von Mobile Geeks und wir sind hier auf der Computex 2015 auf der Asus Pressekonferenz und das ist das Zenfone 2 ZE600KL, das in den nächsten Minuten hier vorgestellt wird. Was ist neu an diesem Smartphone? Es ist das größte aller Zenfones und zwar hat es ein 6 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel. Dazu komme ich noch gleich. Oben haben wir eine 5 Megapixel Frontkamera, dazu hier die typischen Android-Tasten. Auf der linken Seite wieder keine Anschlüsse, wie auch bei den anderen Zenfone 2s. Die Tasten, die befinden sich auf der Rückseite, und zwar unterhalb dieser 13-Megapixel-Kamera. Wie gesagt, hier die Lautstärke-Tasten, oben der Power-Button sowie der 3,5 mm Klinkenausgang. Die Kamera ist übrigens neu. Wir haben hier zwar den alten, sozusagen zweifarbigen LED-Blitz, aber hier, das ist neu dazugekommen, das ist der Laser-Autofokus, der nochmal deutlich schneller die Kamera auslösen soll und das Bild fokussieren soll. Ansonsten haben wir hier den Snapdragon 615 Octa-Core-Prozessor mit 64-Bit-Unterstützung, 2 oder 3 GB Arbeitsspeicher, es wird also wieder zwei Versionen geben und es läuft hier Android 5.0.2. Der Akku ist gar nicht mal so groß, 2900 mAh groß und der verbirgt sich natürlich hier drunter und lässt sich nicht austauschen. Wie fühlt sich das Gerät in der Hand an? Ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. Klar, es ist nicht klein mit dem 6 Zoll Display, aber die Verarbeitung stimmt auf jeden Fall genauso auch wie bei dem Zenfone ZE51ML, das wir getestet haben. Das ist wirklich sehr, sehr schick verarbeitet, hat hier so eine schöne leicht metallische Struktur, ist aber natürlich ein Kunststoffcover, das sich hier entfernen lässt. Dahinter, da verbirgt sich verbergen sich zwei SIM-Kartenanschlüsse, denn das ist ein Dual-SIM-Smartphone und wir können auch den Speicher erweitern mit MicroSD-Karten. 16 oder 32 GB werdet ihr als Ausführung kaufen können und den Speicher dann natürlich noch selber erweitern. Hier haben wir natürlich die Zen UI, die wir schon ausführlich getestet haben bei dem Zenfone 2 mit 5,5 Zoll. Da hat sich nicht viel verändert, wir haben hier immer noch relativ viele Apps und Android 5.0 läuft darunter. Wir haben hier natürlich diverse Schnelleinstellungsmöglichkeiten und ja, insgesamt ein ziemlich schickes Gerät. Preislich hat man mir verraten, man will unter 400 US-Dollar das Ganze verkaufen. Ich nehme dann an mit Full-HD-Display, denn das ist auch noch in Planung. Hier für die ZE600KL-Version, das heißt ohne Full-HD-Display, wird wahrscheinlich ein geringerer Preis ausgerufen. Ja, das ist das Hands-on zum Zenfone 2 auf der Asus Pressekonferenz hier auf der Computex 2015. Daniel von Mobile Geeks, vielen Dank fürs Zusehen.